Sehr geehrter Herr Behrendt, verehrte Vertreter des konsularischen Korps, sehr geehrte Frau Senatorin Fegebank, sehr geehrte Frau Senatorin Stapelfeld, meine sehr geehrten Damen und Herren. Am 1. September 2017 hat der European X-Fell auf dem DESI-Gelände in Hamburg-Bahrenfeld seinen wissenschaftlichen Betrieb aufgenommen. Da die Arbeit des Röntgenlasers sich im Wesentlichen unterirdisch und damit im Verborgenen abspielt, haben wir den X-Fell zur Eröffnungsfeier ganz wörtlich ans Licht geholt, durch einen grünen Laserstrahl, der von der Elbphilharmonie bis nach Schenefeld reichte. Das grüne Licht verband den Hafen mit der Wissenschaft und die Tradition mit der Moderne. Und beide erstrahlten im Lichte des anderen noch heller. In kaum einer anderen Stadt findet das Beste aus alter und neuer Welt so gut zueinander wie in Hamburg. Unser Hafen ist seit Jahrhunderten das Herz der Stadt. Es ist ein kraftvolles Herz, gestärkt durch globale Warenströme und freien Handel, durch moderne Logistik und neue Technologien. Nichts steht so für Hamburgs Tradition und Identität wie der Hafen. Aber was wäre er ohne automatisierte Terminals und den Fortschritt smarter Technologien? Und was kann noch alles aus ihm werden, wenn Kreuzfahrtschiffe emissionsfrei am Kai liegen und der Verkehr elektrisch und staufrei rollt? Unsere besten Jahre liegen vor uns. Hamburgs Sinn liegt in der Zukunft. Es gibt keinen Zustand, der es uns erlauben würde, uns gemütlich einzurichten und bloß noch das Bestehende besser zu machen. So habe ich es am 30. Januar 2013 in meiner Rede im Überseeclub gesagt. Das gilt auch heute, fast 5 Regierungsjahre später. Und das nicht obwohl, sondern weil Hamburg auf dem damals vorgezeichneten Weg einer klug wachsenden Stadt gut vorangekommen ist und zuversichtlich weitere Schritte gehen kann. Fast überall bei uns kann man sehen, wie die wirtschaftliche, soziale, ökologische und kulturelle Qualität des Lebens zunimmt. Die steigende Attraktivität Hamburgs führt dazu, dass die Stadt weiter wächst, was neue Herausforderungen und manchmal auch Belastungen mit sich bringt. Durch den Zuzug entsteht aber auch mehr Urbanität und Dynamik. In die Stadt kommen Fachkräfte, potenzielle Gründer und viele, die jung sind und Ideen und Motivation mitbringen. Seit meinem Amtsantritt als Bürgermeister dieser Stadt ist es mein Ziel, den Wohlstand und die hohe Lebensqualität für die Hamburgerinnen und Hamburger nicht nur zu sichern, sondern spürbar zu steigern. Mir geht es um unsere gemeinsame Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Eine Zukunft in Wohlstand, Freiheit und Frieden. Eine Zukunft, in der jeder bei uns eine Arbeit findet und sich das Leben nach seinen Vorstellungen einrichten kann, in der wir mit weniger Emissionen und einem geringeren Verbrauch natürlicher Ressourcen ein höheres Wirtschaftswachstum schaffen, in der die Kinder in dem Vertrauen heranwachsen können, dass sie auf die Zukunft einmal gut vorbereitet sein werden. Diese Zukunft entscheidet sich genau dort, wo der Laserstrahl den Hafen mit dem X-Fell verbunden hat. Schaffen wir es, Tradition und Moderne in Einklang zu bringen und den Laserstrahl in ein dauerhaftes Band zu verwandeln? Die internationale Wettbewerbsfähigkeit misst sich an der Innovationskraft von Unternehmen und ihrer Fähigkeit, neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen erfolgreich am Weltmarkt zu positionieren. An die Zeiten, in denen Firmen ihre Entwicklungsbereiche abgeschirmt haben, werden sich die Älteren noch erinnern. Aber die global agierende Wirtschaft, und dazu gehört auch die mittelständische, hat längst erkannt, dass sie sich öffnen muss hin zur Wissenschaft und Forschung. Schneller Zugang zu neuen Erkenntnissen ist notwendig, um Entwicklung richtig einzuschätzen und anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen zur Marktreife zu entwickeln. Hamburg tut alles dafür, damit sich erfolgreiche Innovationsketten bilden können. Sie sind die Voraussetzung für unseren zukünftigen Wohlstand. Sie versetzen uns in die Lage, das Leben der Hamburgerinnen und Hamburger ganz direkt zu verbessern. Innovationen schaffen Arbeitsplätze, bringen neue Heilmethoden, machen die Mobilität bequemer und irgendwann so leise, dass man sich beim Überqueren einer Straße wieder angenehm unterhalten kann. Innovationen machen es möglich, dass Industrie und Gewerbe in der Stadt sein können, ohne die Nachbarn zu stören, dass Häuser warm sind, ohne dabei viel Energie zu verbrauchen und dass Hamburg grün bleibt, auch wenn die Bebauung dichter wird. Städte sind Laboratorien der Moderne. In den Städten konzentrieren sich die ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen und aus den Städten heraus entwickeln sich die Lösungen für die Grand Challenges,
die großen Herausforderungen der Zeit. Das Wachstum der Bevölkerung und der Städte, die Globalisierung der Märkte, die Erderwärmung, Flucht und Migration, die Folgen dieser globalen Herausforderungen lassen uns auch in Hamburg nicht unberührt. Anders als viele Städte auf der Welt sind wir durch unsere Wirtschaftskraft, durch die hohe Qualifizierung und Bildung und durch unsere konstruktive, starke Bürgergesellschaft in der Lage, diese Herausforderungen auch zu meistern. Hamburg ist als ein Laboratorium der Moderne prädestiniert. In unserer Stadt lassen sich nahezu alle wichtigen Fragen, die sich Metropolen heute stellen, beantworten. Wie bewegen wir uns in Zukunft fort und wie bewegen wir Güter in der Stadt, auf dem Wasser und in der Luft? Wie können wir Krankheiten heilen und wie sieht morgen die medizinische Versorgung aus? Wie gestalten wir unsere Stadt, damit alle gut zusammenleben? Welche Werte und Fertigkeiten wollen wir jungen Menschen mit auf den Weg geben? Wie sehen Medien in Zukunft aus? Zu all diesen Themen suchen und finden wir in Hamburg Lösungen. Hamburg soll zum Beispiel Modellstadt für Mobilität und Logistik werden. Deshalb ist es wichtig, dass bei uns zu autonomen Systemen, zu Sensorik und Robotik geforscht wird. Die Erkenntnisse müssen dann den Weg in die entsprechenden Unternehmen finden und die Stadt muss autonome Fahrzeuge und innovative Antriebe auch ausprobieren und dann einführen, etwa im öffentlichen Nahverkehr. Auf dem Weltkongress für intelligente Transportsysteme, ITS, zu dem wir 2021 etwa 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten, werden wir genau das tun. Selbstfahrende Shuttles und andere Innovationen unter realen Bedingungen im Stadtverkehr testen. Die neuen Perspektiven für die Mobilität zeigen anschaulich, wie eine Innovationskette funktioniert und wie unverzichtbar das Glied der Forschung in ihr ist. Man sieht, wie innovative Technik die Emissionen senken und den Verkehr für die Bürgerinnen und Bürger bequemer, effektiver und sicherer machen kann. Und wie sie den Wirtschaftsstandort stärkt, indem sie dazu beiträgt, dass Hamburg auch in Zukunft von den internationalen Unternehmen als Verkehrsknotenpunkt, als Tor zur Welt und nach Europa geschätzt wird. Gut für die Wirtschaftskraft, gut für die Lebensqualität, gut für das Klima, das wollen wir auf vielen Feldern schaffen. Hamburg hat erst relativ spät verstanden, dass ein starker Wissenschaftsstandort für eine moderne internationale Metropole kein schmückendes Beiwerk ist, sondern die Voraussetzung für Innovation, Wirtschaftswachstum und die Lösung globaler Herausforderungen. Das ist insofern überraschend, als sich gerade im Hafen und im Handel unserer Handelsstadt, konkret zum Beispiel in digitalen Anwendungen für die Logistik, ablesen lässt, dass nur Innovationen Hamburgs internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Aber Schritt für Schritt baut Hamburg seit dem Beginn dieses Jahrzehnts den Wissenschaftsstandort aus. Dabei haben wir konkrete Ziele vor Augen. Hamburg braucht Spitzenforschung aus Weltniveau sowie in der Struktur- und Klimaforschung. Das ist wichtig, damit unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler international wahrgenommen werden. Auch in Stanford oder Boston ist nicht alles Spitze. Aber der Standort lebt von seinem Renommee, dass er sich durch die Spitze erwirbt. Hamburgs Wissenschaft braucht Exzellenz. Exzellenz in den MINT-Fächern und ebenso in den Lebens-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Hamburg braucht Forschung für die Praxis. Die ganze Breite von den Grundlagen bis zur Anwendung erweitert die Möglichkeiten der Wissenschaft, bringt die Gesellschaft voran und stärkt die Wirtschaft. Wissenschaft sichert die Zukunft der kommenden Generation. Immer mehr junge Männer und Frauen wollen studieren. Das müssen sie auch können. Das Studium ist neben unserer hervorragenden dualen Berufsausbildung die wichtigste Möglichkeit, um in einer komplexer werdenden Welt eine Arbeit und eine gute Lebensperspektive zu finden. Mit der Digitalisierung steht auch das Hochschul- und Wissenschaftssystem vor einem Umbruch. Hamburger Hochschulen gestalten diesen Umbruch aktiv. Meine Damen und Herren, mit der Eröffnung des European X-Fell ist Hamburg endgültig an die Spitze der internationalen Strukturforschung gerückt. Auf diesem Forschungsfeld befinden wir uns nun auf Augenhöhe mit dem MIT oder Stanford. Das markiert eine Zäsur für unsere Stadt. Vereinfacht formuliert ist der X-Fell das stärkste Mikroskop der Welt. In einem 3,4 Kilometer langen Tunnel zwischen Bahnfeld und dem schleswig-holsteinischen Schenefeld werden die Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Dadurch können unvorstellbare 27.000 Lichtblitze pro Sekunde erzeugt
und chemische Reaktionen auf der Ebene der Moleküle gefilmt werden. Molekülkino hat das einer der leitenden Wissenschaftler einmal genannt. Nimmt man eine Analogie aus dem Fußball, lässt sich die Bedeutung des X-Felds für die Beobachtung von Molekülen so beschreiben. Bisher wusste man, welche Mannschaften gegeneinander gespielt haben und wie das Spiel ausgegangen ist. Durch den X-Feld kann man nun das ganze Spiel verfolgen, wann die Tore fallen, in welcher Reihenfolge, welche Schüsse am Tor vorbeigehen, ob das Spiel möglicherweise hätte anders laufen können. Übersetzt auf die Infektionsforschung bedeutet das, dass man am X-Feld dabei zusehen kann, wie sich Krankheitserreger an menschlichen Körperzellen festsetzen und wie die Infektion tatsächlich verläuft. Für die Entwicklung neuer Therapien eröffnet das ungeahnte Möglichkeiten. Der European X-Feld steht für alles, was internationale Spitzenforschung ausmacht: mutige Ideen und technische Pionierarbeit, Teamwork und Völkerverständigung, auch hohe Kosten. 1,5 Milliarden waren es bis zur Fertigstellung. Neben dem Bund, Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein beteiligen sich 10 weitere europäische Länder an dem Projekt. Der European X-Feld ist aber nur die besonders gut sichtbare Turmspitze eines Gebäudes, das auf unterschiedlichen Stockwerken eine Vielzahl an Zimmern und längst auch etliche schöne Säle hat. Nirgendwo kann man die Baufortschritte an diesem weit verzweigten Gebäude besser nachvollziehen als auf dem Forschungscampus in Hamburg-Bahnfeld mit dem DESI im Zentrum. Das DESI, deutsche Elektronensynchrotron, das in den 60er Jahren seine Arbeit aufnahm, genoss in Wissenschaftlerkreisen immer hohes Renommee. Doch dann gelang ein Sprung über die einstigen Fachgrenzen hinaus, als man am DESI die Erkenntnis nutzte, dass sich die Beschleunigerringe nicht nur in der Teilchenphysik, sondern vielfach als eine Art Supermikroskop verwenden lassen. Neben die Grundlagenforschung zur Materie treten nun neue, in vielen Fällen anwendungsorientierte Bereiche, die Materialforschung und die Lebenswissenschaften. Damit tut sich ein ganz neuer Kosmos an Perspektiven auf. Über viele Jahre hat sich die Forschung auf dem Campus in Hamburg-Bahnfeld mit der Erzeugung von Röntgenlicht nie gekannter Intensität an die Weltspitze vorgearbeitet. Dadurch stieg die Anziehungskraft des Forschungscampus in Hamburg-Bahnfeld enorm. Allein in diesem Sommer werden rund um das DESI 2 neue Institute eröffnet und ein Neubau begonnen. Am 9. Juni 2017 wurde der Grundstein für das neue Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie gelegt. Dort werden die Grundlagen physikalischer Prozesse erforscht. Am 29. Juni wurde das Center for Structural Systems Biology eröffnet. An dieser biomedizinischen Forschungseinrichtung fließt das Know-how verschiedener norddeutscher Einrichtungen in der Infektionsforschung zusammen. Am 18. Juli haben wir das Center for Hybrid Nanostructures der Universität Hamburg eingeweiht. Dort erforschen Wissenschaftler und Wissenschaftler aus der Physik, der Chemie, der Biologie und der Medizin Nanostrukturen. Vielleicht wird es dadurch eines Tages möglich sein, zerstörte Sinneszellen durch kleine biomedizinische Implantate zu ersetzen und so zum Beispiel verlorenes Augenlicht zurückzugewinnen. Mit dem Center for Hybrid Nanostructures ist nun ein weiterer Teil der Universität Hamburg nach Bahnfeld gezogen. Und dort wird sie auch den Neubau des Hamburg Advanced Research Center for Bioorganic Chemistry realisieren. HABOR hat sich der Untersuchung molekularbiologischer Systeme verschrieben und wird ein Teil der Arbeitsgruppen des Hamburger Exzellenzclusters Hamburg Center for Ultrafast Imaging beherbergen. Meine Damen und Herren, die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas hängt zu einem großen Teil von ihren Beiträgen zur Spitzenforschung und ihren Verbindungen mit den globalen Top-Zentren der Wissenschaft ab. Deshalb braucht Deutschland einen weiteren Standort von wissenschaftlicher Exzellenz und hoher Anwendungsorientierung im Norden der Republik. Und deshalb braucht Europa eine leistungsfähige Wissenschaftsmetropole, die für die nördlichen Länder die Kräfte bündelt. Diese Rolle soll Hamburg spielen. Mit der Entwicklung des Forschungscampus in Bahnfeld hat die Stadt in den vergangenen Jahren entscheidende Weichen gestellt. Aber wir wissen auch, dass ein Wissenschaftsstandort nur so stark ist wie seine Hochschulen.
die Universität Hamburg mit dem Universitätsklinikum Eppendorf, die Hochschule für angewandte Wissenschaften, die Technische Universität Hamburg, die HCU als Metropolenuniversität, die Hochschule für Musik und Theater und die Hochschule für bildende Künste sind ein Herzstück der Wissenschaftsmetropole Hamburg, hervorragend ergänzt durch private Institutionen wie etwa die Bucerius Law School, die Kühne Logistics University oder die Hamburg School of Business Administration. 2018 wird die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder zur Förderung von Universitäten in einer dritten Runde fortgesetzt. Hierfür stehen pro Jahr mehr als 500 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen auf der einen Seite Forschungsprojekte gefördert werden, auf der anderen Seite werden die besten 11 deutschen Universitäten jährlich mit fast 150 Millionen Euro unterstützt. Es ist wichtig, dass wir uns in der Wissenschaft zur Exzellenz bekennen und sie aktiv anstreben und auch, dass die Bundesrepublik ihre herausragenden Wissenschaftsstandorte unterstützt. Wir wollen, dass die Universität Hamburg möglichst bald den Exzellenzstatus erhält. Dass sie die Voraussetzungen mitbringt, ja. Dass sie die Voraussetzung mitbringt, zeigt ihre ungewöhnlich hohe Erfolgsquote bei der neuen Clusterausschreibung. Es ist eine wichtige Bestätigung für die gute Arbeit der Universität Hamburg, dass von ihren 5 angemeldeten Exzellenzcluster-Anträgen 4 die erste Auswahlrunde erfolgreich bestanden haben. Neben unseren aktuellen Exzellenzbereichen in der Klima- und in der Strukturforschung sind auch die neuen Anträge in der Quantenphysik und der Manuskriptforschung im Rennen. Die Manuskriptforschung ist übrigens am Asien-Afrika-Institut der Universität, dem früheren Kolonialinstitut, angesiedelt. Dort hat sich ein mittlerweile hochdekorierter Forschungsbereich Manuskriptkulturen etabliert. Dieser Forschungsbereich ist spannend, weil hier unterschiedlichste geisteswissenschaftliche Disziplinen zusammenarbeiten und am Ende noch die Naturwissenschaft ins Spiel kommt. Schließlich spielt beim Umgang mit Manuskripten auch immer das Material eine Rolle, vom Kalkstein bis zum Papyrus. Und so kommt man hier wieder zur Materialforschung auf dem Campus in Bahrenfeld. Das ist interdisziplinäre Zusammenarbeit im besten Sinne. Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Exzellenz in Hamburg hat der Bund übrigens auch in der Klimaforschung geleistet. Im Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg steht einer der schnellsten Klimarechner der Welt, mit dem sich hochkomplizierte Klimamodelle aufstellen lassen. Damit bildet er das technische Rückgrat der Hamburger Klimaforschung, die ohne den Rechner in der Spitzenforschung nicht mitspielen könnte. Um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, muss der Klimarechner aber alle 5 bis 7 Jahre erneuert werden. Das kostete zuletzt 45 Millionen Euro, die früher meist der Bund getragen hat. Wir sind sehr froh, dass in Zukunft 2 vom Bund und Ländern finanzierte Forschungseinrichtungen, die Helmholtz-Gemeinschaft und die Max-Planck-Gesellschaft, den überwiegenden Teil der Rechnerfinanzierung leisten werden. Hamburg wird sich mit 15% beteiligen. Das ist, und das ist wichtig, ein gutes Grundmodell für die nächsten Rechneranschaffungen, denn darauf kommt es ja an. Die Exzellenzstrategie und die Spitzenforschung werden Hamburgs Hochschulen voranbringen. Wir haben mit ihnen noch viel vor. Wir wollen nicht nur, dass die Universität Hamburg den Exzellenzstatus erreicht. Im kommenden Jahrzehnt wollen wir auch die Technische Universität Hamburg zu einer führenden Institution im Norden ausbauen. Zu ihren Schwerpunkten zählen unter anderem die Medizintechnik, die erneuerbaren Energien sowie Luftfahrt, Logistik und Schifffahrt. Auch im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte, speziell um Ingenieure und Informatiker, spielt unsere TU eine Schlüsselrolle. Deshalb soll die Technische Universität Hamburg wachsen. In den kommenden Jahren erst einmal auf 10.000 Studierende. Vielleicht werden wir die jetzige Kapazität über kurz oder lang auch auf etwa 15.000 Studierende verdoppeln können. Aber es geht natürlich nicht nur um Quantität. Das Wachstum soll einhergehen mit einer noch besseren Vernetzung der TU mit der Hamburger Wirtschaft in den zentralen Bereichen, mit einer fortschreitenden Verbesserung der Lehre und des wissenschaftlichen Transfers. Hier ist die TU mit der TUTECH und dem Innovation Campus Green Technologies, auf den ich noch zurückkomme, schon heute gut aufgestellt.
Unsere Pläne betreffen auch die medizinische Forschung und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, mit dem wir uns auf einen Zukunftsplan verständigt haben. In einem ersten Schritt sollen für das Universitäre Herzzentrum, die Martini-Klinik und einen zweiten Forschungscampus neue Gebäude mit einer modernen Infrastruktur errichtet werden. In einem der Gebäude soll unter anderem die Infektionsforschung weiter ausgebaut werden. Auf ihr liegen große Hoffnungen, weil sich in unserer globalisierten Welt Krankheitserreger binnen Tagen von den entlegensten Orten über die ganze Welt verbreiten können. Hamburg kann in der Infektionsforschung herausragende Einrichtungen vorweisen. Das schon erwähnte neue Center for Structural Systems Biology auf dem Campus in Bahnfeld, das Universitätsklinikum selbst, das ebenfalls dort angesiedelte Heinrich-Pette-Institut, ein Leibniz-Institut für experimentelle Virologie und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, die bedeutendste deutsche Einrichtung für die Erforschung tropentypischer Erkrankungen und neu auftretender Infektionskrankheiten. Dort gelangen vor 3 Jahren entscheidende Fortschritte beim Kampf gegen das Ebola-Virus. Einen besonderen Erfolg konnte übrigens kürzlich auch das Heinrich-Pette-Institut vermelden. Dort ist es jetzt weltweit erstmals gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, das geeignet sein könnte, HIV-infizierte Menschen vielleicht sogar vollständig zu heilen. Neben Neubauten sollen auch bestehende Gebäude saniert und die Infrastruktur modernisiert werden, damit das UKE seine herausragende Arbeit weiterführen kann. Mit dem Zukunftsplan wird das UKE seine Stellung als eine führende Universität im Norden weiter ausbauen, Universitätsklinik im Norden weiter ausbauen. Das sichert auch Arbeitsplätze. Schon heute ist das UKE mit rund 10.000 Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz von etwa 1 Milliarde Euro einer der größten Hamburger Arbeitgeber. Einen Meilenstein für die kindgerechte Spitzenforschung hat das UKE im September gesetzt. Mit der neuen Kinderklinik wurde eine der modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa eröffnet und einen erheblichen Teil der Baukosten haben private Spender aufgebracht. Auch das ist ganz außergewöhnlich und höchst dankenswert. Meine Damen und Herren, wir leben in sich rasant verändernden Zeiten. Wer auf Dauer mit der sich daraus ergebenden Innovationsdynamik Schritt halten will, der muss auf wissenschaftlich gesichertes Wissen zurückgreifen können. In Zeiten fundamentaler gesellschaftlicher Umbrüche brauchen wir dabei neben der technischen Kompetenz auch die sozialwissenschaftliche Empirie und die geisteswissenschaftliche Hermeneutik. Erst in ihrem klugen und aufeinander abgestimmten Zusammenspiel vollzieht sich die alltägliche Aufklärung unserer modernen Zeit. Es ist kein Zufall, dass wir in unserer Gesellschaft die Freiheit von Forschung und Lehre mit Verfassungsrang versehen haben. Moderne Gesellschaften leben davon, dass sie Reflexions- und Experimentierräume schaffen, die ohne Zweckbindung betreten werden können und die ganz der Freiheit des Denkens ausgesetzt sind. In diesen Räumen, den Laboren der Naturwissenschaftler genauso wie den Bibliotheken der Geistes- und Sozialwissenschaftler, nimmt der menschliche Fortschritt vielfach seinen Anfang. Dort manifestiert sich die Möglichkeit, den Kausalitäten der Natur genauso auf die Spur zu kommen wie dem Sinn des Lebens. Es ist eine der zentralen politischen Aufgaben, die rationalisierende Kraft der Wissenschaft vor ihrer einseitigen Funktionalisierung zu schützen und sie gleichzeitig als Demokratie- und Wohlstandsressource in Freiheit zu entwickeln. Nur wenn wir die Freiheit der Wissenschaft gesellschaftlich gewährleisten, dürfen wir uns auch Ergebnisse erhoffen, die unseren Alltag ein wenig besser machen und unsere Zukunft heller erscheinen lassen. Wer über Hamburg als lebenswerte, moderne Stadt nachdenkt, der muss sich immer auch mit der Wissenschaft auseinandersetzen, mit ihren Inhalten genauso wie mit ihren strukturellen Anforderungen. Sie sind die Grundlage einer aufgeklärten Gesellschaft wie auch eines belastbaren Wachstumspfades, der uns helfen wird, die Innovationsfähigkeit weiterzuentwickeln und damit die Wirtschaftskraft und den Wohlstand unserer Stadt zu sichern. Wissenschaft ist wie eine Art Generalschlüssel für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Keine der großen Zukunftsherausforderungen lässt sich ohne Wissenschaft zufriedenstellend angehen. Dem trägt Hamburg Rechnung. Durch den Aufbau einer Spitzenposition in der Strukturforschung in Bahnfeld, durch die Stärkung der Universität Hamburg, die sich zur künftigen Exzellenzuniversität entwickeln soll, durch die Entwicklung weiterer Zukunftsfelder, etwa in der Medizin- und Infektionsforschung,
durch eine Stärkung der Informatik und der naturwissenschaftlichen Institute, durch die Entwicklung der Geistes- und Sozialwissenschaften, durch die Stärkung der Lehre und ihre Digitalisierung und durch die Förderung anwendungsorientierter Forschung. Seit meiner Rede im Übersichtclub hat sich auch in diesem Bereich viel getan. Hamburg ist jetzt endlich Sitzland der Fraunhofer Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und konnte entsprechende Institute ansiedeln. Das war auch eine Anerkennung für den Wissenschaftsstandort Hamburg. Die Fraunhofer Gesellschaft ist mit einem jährlichen Forschungsvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro, 69 Instituten und Forschungseinrichtungen und 24.500 Mitarbeitern an deutschen Standorten die größte und führende Organisation für angewandte Forschung in Europa. Sie wird getragen von Bund und Ländern, also auch von Hamburg, das mit seiner starken Wirtschaft und Industrie ein passender und guter Partner ist. Dennoch waren wir bis vor kurzem das letzte Bundesland, das nicht Fraunhofer-Mitglied war. Um das zu ändern, haben wir unsere Schwerpunkte gezielt in Richtung Fraunhofer ausgebaut. Wir haben zusammen mit der Technischen Universität das Center for Maritime Logistics gegründet. Das CML führt Forschungsprojekte für private und öffentliche Reedereien in der maritimen Wirtschaft aus. Es plant zum Beispiel Hafenterminals und die darauf stattfindenden logistischen Abläufe und forscht zu selbstfahrenden Containerschiffen. 2015 konnte das CML in die Fraunhofer Gesellschaft überführt werden. Wir haben den European Screening Port, der sich mit der vorklinischen Prüfung von Medikamenten befasst, in die Fraunhofer Gesellschaft integriert. Außerdem wurde ein neues Anwendungszentrum für regenerative Energiesysteme eingerichtet, das eng mit dem Energiecampus in Bergedorf zusammenarbeitet, wo zum Beispiel an der Verbesserung der elektronischen Steuerung von Windkraftanlagen gearbeitet wird. Das Zentrum ist einer Kooperation zwischen der Hochschule für angewandte Wissenschaften und dem Fraunhofer Zentrum für Siliziumtechnologie in Itzehoe entsprungen. Gemeinsam mit Fraunhofer wurden drei weitere Zukunftsfelder identifiziert. Neben der Windenergie sind dies der 3D-Druck und die Nanotechnologie. Mit dem Laserzentrum Nord und dem Zentrum für angewandte Nanotechnologie verfügt Hamburg jetzt schon über zwei feine Einrichtungen, die durch die geplante Überführung in die Fraunhofer Gesellschaft deutlich mehr Schlagkraft erhalten werden. Für diese Expansionsstrategie konnten wir den Bund als Hauptfinanzierer von Fraunhofer dafür gewinnen, seinen deutschlandweiten Beitrag zu erhöhen. 2017 wurde das Budget der Fraunhofer Gesellschaft massiv angehoben. Dafür haben wir in der deutschen Politik geworben, denn damit steht der Umsetzung unserer Pläne nun nichts mehr im Wege. Ähnlich wie mit Fraunhofer verhielt es sich in Hamburg lange mit der führenden Einrichtung in der Luftfahrtforschung, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hamburg ist der weltweit drittgrößte Standort der zivilen Luftfahrt. Das erfolgreiche Cluster Hamburg Aviation umfasst neben Airbus, Lufthansa Technik und Airport Hamburg etwa 300 Zulieferer und 40.000 hochqualifizierte Fachkräfte. Im März 2016 haben wir mit dem Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung in Finkenwerder für Wissenschaft und Unternehmen eine einzigartige räumliche Möglichkeit geschaffen, gemeinsam unter einem Dach zu arbeiten. Und es war klar, dass Hamburg endlich Sitzland des DLR werden muss. Auch das haben wir geschafft. Seit 2017 stellt der Bund pro Jahr etwas mehr als 40 Millionen zusätzlich deutschlandweit für die Luftfahrtforschung zur Verfügung. Wir haben uns im Vorfeld dafür eingesetzt. 9 Millionen können nun in zwei neue Institute auf Finkenwerder fließen, die wir am 10. November feierlich eröffnet haben. Das neue DLR-Institut für Systemarchitekturen in der Luftfahrt befasst sich vor allem mit der digitalen Entwicklung neuer Flugzeugtypen und neuartigen Produktionsprozessen. Das DLR-Institut für Instandhaltung und Modifikation bündelt die Forschung rund um Wartung, Umbau und Betrieb der Flugzeuge. Hier spielt auch der 3D-Druck wieder eine wichtige Rolle,
Für diese neue Technik findet das DLR-Institut mit dem Laserzentrum Nord und Fraunhofer hervorragende Kooperationspartner. Die Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist für unseren Wissenschafts- und Innovationsstandort von herausragender Bedeutung. Gemeinsam mit Ihnen konnte Hamburg sich in Logistik, Hafen, Life Sciences, Windenergie, Nanowissenschaften, 3D-Druck und Luftfahrt besser aufstellen und seine Forschungsschwerpunkte entlang der erfolgreichen Cluster ausbauen. So eine Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft ist nicht grundsätzlich neu in Hamburg. Bereits 1908, 11 Jahre vor Gründung unserer Universität, wurde das bereits erwähnte Kolonialinstitut hier angesiedelt und es ergänzte sich hervorragend mit den internationalen Aktivitäten der Kaufmannschaft. Der Bogen lässt sich weiterspannen über das renommierte Max-Planck-Institut für internationales Privatrecht oder das 1964 gegründete Deutsche Überseeinstitut. Heute findet es in erweiterter Form unter dem Namen GIGA, German Institute for Global and Area Studies, und bündelt die wissenschaftliche Expertise über Afrika, Asien und Lateinamerika. Auch der Medienstadt und Hamburg hat mit dem Hans-Bredow-Institut, das wir nächstes Jahr in die Leibniz-Gemeinschaft überführen wollen, ein akademisches Rückgrat. Spitzenforschung und deren Anwendung ist also keine reine Domäne technischer und naturwissenschaftlicher Disziplin oder der Medizin. Auch wenn für Hamburgs Rolle in Zeiten der Globalisierung und des digitalen Wandels die Forschung entlang unserer wirtschaftlichen Stärken in Hafen und Handel, in der Luftfahrt und den erneuerbaren Energien ein Schwerpunkt ist, sollte eines klar sein. Spitzenforschung, Grundlagenforschung, Exzellenz sind in den Geistes- und Sozialwissenschaften genauso möglich und nötig. Diese sind unverzichtbar, damit wir den durch die Globalisierung und den technischen Fortschritt angestoßenen gesellschaftlichen Wandel verstehen und in unserem Sinne mitgestalten können. Marktreife technologische Innovationen entstehen nicht über Nacht. Sie sind das Ergebnis einer langen Innovationskette. Zu dieser Kette gehört die Grundlagenforschung, deren Erkenntnisse im Austausch mit der Wirtschaft interessant werden können, aber nicht müssen. Wichtig ist gleichwohl, dass Forschungsergebnisse schnell den Weg in innovative Unternehmen finden oder besser noch, dass Wissenschaft und Unternehmen zu bestimmten Fragen gleich unter einem Dach forschen, was ganz wörtlich zu verstehen ist. Hamburg baut solche Orte der Zusammenarbeit, sogenannte Forschungs-Innovationspark, an 4 Standorten aus und schafft damit eine erhebliche Zahl zukunftsorientierter Arbeitsplätze. Das bereits erwähnte Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung in Finkenwerder, den Energiecampus in Bergedorf, den Innovation Campus Green Technologies in Harburg und das zukünftige Innovationszentrum am Forschungscampus in Bahnfeld. In Bergedorf haben wir vor 2 Jahren mit dem Energiecampus ein neues Technologiezentrum gegründet, das die Kompetenzen der Hochschule für angewandte Wissenschaften bündelt und neue Konzepte zur Energiespeicherung erprobt. Zu diesem Zweck wurde es mit einem Wind- und einem Smart-Grid-Labor versehen, in dem das intelligente Zusammenspiel aller Komponenten getestet wird. Zu Fraunhofer gehört auch die bedeutendste deutsche Forschungseinrichtung für Windenergieanlagen, das Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Bremerhaven, IWES. Das IWES errichtet auf dem Energiecampus in Bergedorf gerade einen weltweit einmaligen Prüfstand für Großwindanlagen. Durch diese Kooperation erhalten die Hochschule für angewandte Wissenschaften und die in Hamburg ansässige Windenergiebranche direkt vor Ort Zugang zu einer einmaligen Testinfrastruktur und zu einem Netzwerk von über 400 Forschern. Neben Finkenwerder und Bergedorf steht auch Harburg im Visier. Dort haben wir 2017 mit dem schon erwähnten Innovation Campus Green Technologies das neue Gründerzentrum der Technischen Universität Hamburg eröffnet. Der Innovationscampus soll Ausgangspunkt für wissensbasierte Start-ups und Existenzgründung aus allen Hamburger Hochschulen heraus werden. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen bei Green Technologies, Life Sciences und Digitalisierung. Im Gründerzentrum der TU erhalten junge Wissenschaftler und Wissenschaftler für eine bestimmte Zeit ideale Bedingungen, um ihre Ideen aus der Forschung zu marktreifen Produkten weiterzuentwickeln. Sie zahlen geringe Mieten, dürfen modernste technische Infrastrukturen nutzen und werden zu Fragen der Geschäftsgründung beraten. Dieses Modell, man nennt es auch Inkubator, ist ein probates Instrument, um wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu überführen.
Auch Unternehmen in Hamburg verfolgen diesen Ansatz. Vor wenigen Wochen hat Philips Deutschland auf seinem Campus in Fuhlsbüttel den Health Innovation Pod eröffnet, der junge Start-ups bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich unterstützen soll. Die Deutsche Presseagentur hat gemeinsam mit dem weiteren Medienunternehmen, dem Next Media Accelerator, ins Leben gerufen, ein Expertennetzwerk, das junge Medienunternehmen mit Startkapital, Beratung und Geschäftskontakten unterstützt. Airbus fördert kreative Unternehmensgründer im Luftfahrtbereich mit seinem Airbus BizLab, nur wenige hundert Meter vom ZHL entfernt. In den kommenden Wochen wird mit Unterstützung der HASPA der Next Logistics Accelerator entstehen. Zusammen mit dem Digital Hub Logistics wird damit ein wichtiger Impuls für Gründer und bestehende Unternehmen in der Logistik gesetzt. Und am Harburger Binnenhafen baut der Hamburger Unternehmer Anne Weber in Nachbarschaft zur Technischen Universität einen privaten Forschungs- und Innovationspark. Ein Ort, an dem Wissenschaft und Unternehmen gemeinsam forschen können, ist natürlich auch für den Campus in Hamburg-Bahnfeld geplant. Dort soll einmal ein großes Wissenschafts- und Innovationszentrum für den Norden entstehen, an dem Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen einen Platz finden. Bahnfeld ist unser vielleicht größtes Zukunftsprojekt. Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Transfer in marktreife Produkte, all das soll in einem zukünftigen International Science Park zusammenkommen. Für forschungsaffine Unternehmen werden wir eine Heimat in Glurup in direkter Nachbarschaft zum DESI schaffen. Gleichzeitig stärken wir den Wissenschaftsstandort und bauen den Forschungscampus Bahnfeld weiter aus. Auf dem Campus werden wir die herausragende Hamburger Strukturforschung bündeln. Die Universität Hamburg überlegt, wesentliche Teile ihrer naturwissenschaftlichen Fakultät dorthin zu verlagern. Es soll dafür einen neuen Campus auf der Trabrennbahn geben, der voraussichtlich über eine Fußgängerbrücke mit dem DESI-Campus verbunden ist. Auf dem nördlichen Teil der Trabrennbahn sollen Hörsäle, Forschungsgebäude, Studierendenwohnungen, Gästehäuser und Innovationszentren entstehen. Das wird eine Art neuer Stadtteil für die Wissenschaft. Der braucht natürlich auch ein entsprechendes Umfeld und eine gute öffentliche Verkehrsanbindung. Was Hamburg in Bahnfeld zusammen mit der Universität und dem DESI plant, wird die Stadt sicher die nächsten 15 bis 20 Jahre beschäftigen. Aber es wird Hamburg als großen deutschen Wissenschaftsstandort neben München, Garching und Berlin Adlershof etablieren. Und es wird auch die Universität Hamburg auf ihrem Weg zur Exzellenz weiter voranbringen. Insbesondere in München kann man übrigens auch sehen, welchen wirtschaftlichen Effekt Investitionen in Wissenschaft und Forschung haben können. Wir wollen überall in Hamburg vergleichbare Potenziale heben. Meine Damen und Herren, eine Wissenschaftsmetropole braucht eine herausragende Lehre. Und das nicht nur, weil die Wirtschaft in Zukunft noch mehr hochqualifizierte Fachkräfte benötigen wird, sondern zuerst einmal, weil die Hochschulen die Zukunft unserer Kinder sichern. Das Interesse der jungen Generation am Studium steigt. Viele haben ein Bildungsinteresse und wünschen sich für später eine qualifizierte Arbeit. Sie haben einen Anspruch darauf, dass wir alles tun, damit sie ihre Bildungswünsche umsetzen können. Mit seinen 19 Hochschulen und etwa 100.000 Studierenden gehört Hamburg zu den bedeutenden europäischen Universitätsstädten. Allein an den 6 staatlichen Hochschulen studieren etwa 70.000 junge Frauen und Männer. Etwa 10.500 Studierende haben sich zum vergangenen Wintersemester in Hamburg eingeschrieben. Und viel mehr hätten es gerne getan. Die Zahl der Studienbewerber übersteigt die der Studienanfänger bei uns um das 6-fache. Die Modernisierung des Hochschulstudiums und übrigens auch der dualen Berufsausbildung ist eine Voraussetzung, damit die kommenden Generationen eine der neuen Zeit angemessene Bildung erhalten und sich auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt zurechtfinden. Wir wollen jedem Talent eine reelle Chance geben. Deshalb haben wir zum Beispiel weitere Zugänge zur Hochschule für qualifizierte Studienbewerber ohne Abitur geschaffen. Hamburg hat die Studiengebühren und damit eine Hürde für motivierte junge Frauen und Männer abgeschafft, ohne dass den Hochschulen daraus ein finanzieller Nachteil entstanden wäre. Dass Bildungszugänge von der Leistungs- und nicht von der Zahlungsfähigkeit abhängen, gilt in Hamburg von der Krippe bis zum Studium. Und das liegt auch im Interesse der Wirtschaft, die Fachkräfte dringend braucht. Um einer großen Zahl an Studierenden eine hochqualifizierte Lehre anbieten zu können, haben wir die Strukturen der Hochschulen noch einmal auf den Prüfstand gestellt.
So haben wir etwa dafür gesorgt, dass Juniorprofessoren künftig ohne Ausschreibungsverfahren direkt auf ordentliche Professorenstellen übernommen werden können. Die Hochschulen können dadurch exzellente Nachwuchswissenschaftler besser frühzeitig an sich binden. Auch außerordentliche Berufungen von Spitzenwissenschaftlern sind jetzt möglich. Wenn man diese durch ein langes Besetzungsverfahren schickt, wird man sie wahrscheinlich nicht so leicht bekommen. In den kommenden Jahren stehen auch die Geistes- und Sozialwissenschaften im Fokus. Immerhin 65% der Studierenden an der Universität sind in einem solchen Fach eingeschrieben. Viele von ihnen werden später einmal in den Medien, in der Kultur, als Berater oder Lehrer arbeiten. Dort werden sie einen wichtigen Beitrag zur Selbstreflexion der Gesellschaft, zum historischen Verständnis der Gegenwart und zur ethischen Orientierung leisten. Der Wissenschaftsrat hat in unserem Auftrag 2017 zu den Geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern an den Hochschulen des Landes ein Gutachten erstellt und konkrete Vorschläge für deren Entwicklung bis zum Jahr 2025 gemacht, nachdem er im Jahr zuvor die MINT-Fächer untersucht hatte. Wir werden uns daran orientieren. Gerade in Zeiten des Umbruchs brauchen wir die geistes- und sozialwissenschaftliche Reflexionen der Modernisierungsprozesse und ihrer Kriterien. Wir brauchen einen Diskurs der Wissenschaften untereinander sowie zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Es ist deshalb sehr gut, dass unsere Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank sich neben vielen anderen für einen Wissenschaftskolleg eingesetzt hat, an dem das Gespräch zwischen Natur und Geisteswissenschaft, aber auch mit der Kunst und der Gesellschaft einen Ort findet. Das Hamburg Institute for Advanced Study soll im Sommer 2018 seinen Betrieb aufnehmen. Meine Damen und Herren, einen so tiefgreifenden Wandel, wie ihn die Digitalisierung mit sich bringt, hat die Menschheit allenfalls bei der Erfindung des Buchdrucks oder bei der Elektrifizierung und Industrialisierung erlebt. Die Digitalisierung hat neue Zugänge zum Wissen und neue Wege des Austauschs von Wissen geschaffen. Auch die Art und Weise, wie Lehrende und Lernende kommunizieren, hat sich grundlegend geändert. Wer Studierenden heute über die Schulter blickt, sieht, wie sie sich miteinander digital vernetzen und wie sie digital recherchieren. Eine zeitgemäße Lehre nutzt dieses Interesse und diese Möglichkeiten. Schließlich ist Lehre auch immer Kommunikation. Als wir uns mit den 6 staatlichen Hochschulen an einen Tisch gesetzt haben, war schnell klar, dass es bei der Entwicklung digitaler Lehrangebote keine einfachen Lösungen geben kann. Denn wer die Plattform hat, bestimmt die Regeln. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Hochschulen sich in Zukunft bei der Gestaltung ihrer Lehrangebote nach den Vorgaben eines in der Regel US-amerikanischen Plattformbetreibers richten müssen, dürfen wir unsere Formate nicht dort anbieten oder nicht nur dort, sondern müssen eigene Plattformen aufbauen. Nur dadurch können unsere Hochschulen die volle Gestaltungs- und Verfügungshoheit über ihre Angebote erhalten. Der Hamburger Senat hat Anfang 2015 eine Strategie Digitale Stadt beschlossen, um die Digitalisierungsprozesse der Hansestadt zu bündeln und gute Strukturen zu schaffen. Teil dieser Senatsstrategie ist die Gründung der Hamburg Open Online University, kurz HU. An der HU entwickeln alle 6 staatlichen Hamburger Hochschulen gemeinsam mit dem Multimedia Kultur Hamburg neue digitale Formate und Inhalte. Im September 2017 ist der Prototyp einer eigenen digitalen Wissenschaftsplattform Made in Hamburg ans Netz gegangen. Mit der HU schaffen wir eine technologische Plattform und zugleich ein methodisch-didaktisches Konzept für die Hochschullehre im digitalen Zeitalter. Die 6 staatlichen Hamburger Hochschulen, die hier hervorragend zusammenarbeiten, leisten da echte Pionierarbeit, nicht nur hier in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Eine sehr gute Kooperationskultur zeichnet auch unsere Informatikplattform aus, die die Hochschulen Maritim Ahoy Digital genannt haben. Die Plattform Ahoy Digital soll die Digitalisierung Gesellschaft und Wirtschaft wissenschaftlich begleiten und durch Innovationen vorantreiben. Sie unterstützt die Ausbildung von Informatikern und Informatikerinnen, ist Kompetenzzentrum und Netzwerk und wird auch Impulse für Gründungen geben. Gezielt werden hochschulübergreifende Forschungsprojekte gefördert, die eine externe Expertenkommission auswählt. Für die Informatikplattform Ahoy Digital leistet der Senat eine Anschubfinanzierung von 10 Millionen, die für innovative Forschungsansätze eingesetzt werden sollen. Vor allem aber wollen wir die Zahl der Professoren und die Zahl der Studierenden in der Informatik um bis zu 50% erhöhen.
Damit macht Hamburg qualitativ wie quantitativ einen Sprung nach vorn und setzt eine Empfehlung des Wissenschaftsrates 1:1 um. Das Ziel ist klar. Wir wollen die Hansestadt als führenden Informatikstandort auf der nationalen Landkarte sehen und möglichst viele Spitzentalente in die Stadt holen. Schon heute wissen wir, dass 3 von 8 Arbeitsplätzen in der Stadt einen IT-Bezug haben. Das ist deutschlandsweit ein Spitzenwert. Er kommt zustande, weil IT-Arbeitsplätze nicht nur in IT-Unternehmen, sondern in allen Branchen entstehen, in denen es konkrete Anwendungsbezüge gibt. Wir haben die Aufgabe, hier entsprechende Ausbildungskapazitäten zu schaffen. Eine dritte Perle in unserer digitalen Kette, neben der HU und Ahoi Digital, ist das Projekt Hamburg Open Sciences. Ihm liegt der Gedanke zugrunde, dass mit öffentlichen Steuergeldern finanzierte Forschung frei zugänglich sein sollte. Deshalb werden in Zukunft alle wissenschaftlichen Publikationen sowie die zugrunde liegenden Daten und Forschung digital bereitgestellt, von denen, die da mitmachen. Die Tragweite dieser Innovation in der Welt der Wissenschaft ist noch gar nicht abzusehen. Denn wissenschaftliche Publikationen können nun auch jenseits etablierter Journale ein Publikum finden. Dadurch werden sich ganz neue Formen der Bewertung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse entwickeln. Die Bereitstellung der Forschungsdaten wird neue Wege der Überprüfung eröffnen und weitere Forschung mit denselben Daten nach sich ziehen. Wer forscht in Hamburg in welchem Thema? Auch das wird man bald an jedem Ort der Welt erfahren können. Hamburg Open Sciences ist für die interessierte Öffentlichkeit wie für die Forscherinnen und Forscher in Hamburg und weltweit spannend. Übrigens, das City Science Lab der Hafen City Universität gehört in diese nicht vollständige Aufzählung ebenfalls hinein. Es ist eine erfolgreiche Kooperation mit dem Massachusetts Institute of Technology und Teil eines weltweiten Netzwerkes der Stadtforschung. Am City Science Lab werden urbane Daten, die in den Verwaltungen und Unternehmen vorliegen oder auch in Echtzeit einlaufen, miteinander verbunden und ausgewertet. So gewinnen wir gesicherte Erkenntnisse darüber, wie Metropolen funktionieren und wie Hamburg sich entwickelt. Das ist nicht zuletzt für den Bürgermeister nützlich. Die Hochschulen benötigen natürlich nicht nur die passende Software, sondern auch die entsprechende Hardware. Moderne Gebäude mit Laboren und technischen Einrichtungen, die State of the Art sind. Viele Hochschulbauten aber sind in die Jahre gekommen. Das gilt vorzugsweise für jene aus den 70ern, von denen viele sanierungsbedürftig sind. Wer durch die Stadt geht und fährt, dem kann gar nicht verborgen bleiben. Hamburg baut nicht nur Wohnungen oder neue U- und S-Bahn, Hamburg baut auch Häuser, Labore und technische Einrichtungen für die Wissenschaft. Das Hauptgebäude der Technischen Universität in Harburg, der Neubau der Hafen-City-Universität, das Mensa- und Bibliotheksgebäude für den Kunst- und Mediencampus in der Finkenau, das Haus der Erde für die Klima- und Geowissenschaften und die Modernisierung des naturwissenschaftlichen Campus an der Bundesstraße. Daneben der Neubau für die Informatik, die dann von ihrem jetzigen Standort in Stelling wieder ins Zentrum der Universität Hamburg zurückkehren kann. Daneben das MINN-Forum. Dort soll einmal mit Bibliothek, Mensa, Seminarräumen und Cafeteria das neue Herz des naturwissenschaftlichen Campus entstehen. Auch das Trautwein-Gebäude der Hochschule der Musik und Theater wurde saniert und der Philosophenturm folgt bald. Ab 2021 dann die Sanierung des Geomatikums. Wer das Gebäude kennt, wird dem Vorhaben sofort zustimmen. Damit sind die umfangreichsten Neu- und Sanierungsvorhaben seit Jahrzehnten einmal kurz beschrieben. Meine Damen und Herren, im Jahr 2019 feiert die Universität Hamburg ihren 100. Geburtstag. Das ist kein Alter für eine deutsche Hochschule. Heidelberg wurde 1386, Leipzig 1409, Rostock 1419, die Ludwig-Maximilians-Universität 1473 gegründet. Selbst die relativ junge Berliner Humboldt-Universität hat 110 Jahre Vorsprung gegenüber Hamburg. Dort lehnte die Bürgerschaft noch 1913 den Antrag des Senats auf Gründung einer Universität ab,
was sie unter anderem mit dem Hinweis auf die geniale Einseitigkeit Hamburgs als Kaufmannsstadt begründete. Darauf muss man erst mal kommen. Mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts, dem Siegeszug der Demokratie in der Hamburger Republik und ganz dezent will ich das auch nicht verschweigen, der SPD-Mehrheit in der Bürgerschaft, tat die traditionsreiche Kaufmannsstadt dann endlich diesen überfälligen Schritt. Kurz vor dem 100. Geburtstag der Universität hat sich die historisch bedingte kaufmännische Einseitigkeit Hamburgs in eine dem 21. Jahrhundert gemäße Vielseitigkeit verwandelt. Hamburg hat heute einen hochmodernen Containerhafen und einen Hafen der Wissenschaft. Denn Hamburg verfolgt in der Forschung weiterhin klare Ziele. Die Stadt bündelt Potenziale und Kräfte und vernetzt die Forschenden, Wissenschaft und Unternehmen. Sie unterstützt die Anstrengungen ihrer Universität, Exzellenz zu entwickeln und hier mit Berlin, München und anderen Universitäten im Süden gleichzuziehen. Sie setzt Schwerpunkte entlang unserer wirtschaftlichen Stärken und dort, wo die Forschung zu einem direkten Nutzen für Stadt, Wirtschaft und Lebensqualität führt. Mit der Weiterentwicklung rund um das DESI in Bahnfeld wollen wir einmal zu den großen Innovationszentren in Berlin-Adlershof und München-Garching aufschließen. Das entspreche auch der wirtschaftlichen Bedeutung Hamburgs in Deutschland und Europa. Mehr denn je entscheiden Grundlagenforschung und angewandte Forschung heute darüber, ob eine Gesellschaft die für sie relevanten Fragen stellen und die eigene Zukunft selbst in die Hand nehmen kann. Aber herausragende Forschung wirkt nicht für sich allein. Die ganze Gesellschaft muss den Weg des Fortschritts mitgehen. Deshalb investieren wir in Hamburg auch in Kitas, Schulen, Berufsausbildung und Hochschullehre sowie in die digitale Qualifizierung. Wir unterstützen Wege in die berufliche Selbstständigkeit, fördern Gründung und Start-ups, zum Beispiel indem wir den Zugang zu Venture Capital durch den Wachstums- und Innovationsfonds mit einem Volumen von 100 Millionen Euro erleichtern. Damit kleinere und mittlere Unternehmen weiterhin unsere Champions bleiben, schaffen wir Rahmenbedingungen, unter denen sie die Einführung digitaler Prozesse sowie die Entwicklung und Vermarktung von Innovationen mit der gebotenen Geschwindigkeit schaffen. Deutschland ist in den vergangenen Jahren mit seiner Wissenschafts- und Hightech-Strategie vorangekommen. Die Exzellenzinitiative und der Pakt für Forschung und Innovation wurden einst von dem Kanzler Schröder und der Ministerin Bullmann auf den Weg gebracht. Heute sind sie ein zentrales Instrumentarium zur Stärkung unseres Wissenschaftsstandortes. Auch in der Europäischen Union wurden gut funktionierende Programme zur Unterstützung von Forschung und Innovation aufgelegt und in dem Rahmenprogramm Horizon 2020 gebündelt. Hamburg hat sich auch dort vielfach erfolgreich um die Förderung wissenschaftlicher Projekte beworben. Die Generierung von wissenschaftlicher Exzellenz, die Förderung von Schlüsseltechnologien und deren Implementierung in der Industrie, die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, etwa bei der Mobilität oder der Medizin und Gesundheitsversorgung, die Modernisierung des Schulwesens, der Berufsbildung und des Hochschulstudiums, die Erschließung und Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, bei all diesen für Deutschland und Europa wichtigen Aufgaben will Hamburg relevante Beiträge leisten. Meine Damen und Herren, die Wissenschaften sind der Hort des bestgesicherten Wissens, schreibt der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Hans Poser. Wissenschaft, sagt Poser, ist gekennzeichnet durch systematisches und methodisches Fragen und durch eine argumentative Struktur der gegebenen Antworten mit Erkenntnisanspruch. Die grundsätzliche Ausrichtung auch der Methoden und Strukturen erfolgt an der regulativen Idee der Wahrheit. Dies alles ist weit mehr als ein Methodengefüge, wie es in den Regeln erster und zweiter Stufe zum Ausdruck kommt. Es ist eine Einstellung, die gar nicht auf die Wissenschaften beschränkt bleiben kann, sondern zur Lebenshaltung des Einzelnen und zur prägenden Kraft der Kultur wird. So Poser. Das wissenschaftliche Denken mit seiner methodischen Suche nach Erkenntnis und Wahrheit, mit seinen Kriterien der Widerlegbarkeit und Überprüfbarkeit ist die große Mistgift der Aufklärung. Es ist tief in den Alltag eingedrungen. Diese in den Worten Hans Posers Bestimmung der Lebenseinstellung durch die wissenschaftliche Vernunft bildet heute eine unverzichtbare Grundlage unserer liberalen Demokratie.
Neben allem, was sich über die Entwicklung unseres Wissenschaftsstandortes für das 21. Jahrhundert sagen lässt, bleibt dieser Grundgedanke immer auch zu berücksichtigen. Eine Stadt wie Hamburg, die sich in der Tradition der Aufklärung weiß, die nach einem vernunftgeprägten, toleranten Miteinander strebt und sich als Ankunftsstadt versteht, in der die, die zu uns kommen, genauso eine Perspektive finden wie alle, die schon lange hier leben. Eine Stadt wie Hamburg, die kann gar nicht anders, als auch eine Stadt der Wissenschaft zu sein. Es war sicher kein Zufall, dass der grüne Laserstrahl zur Eröffnungsfeier des European X-Well nicht nur den Hafen, sondern ausgehend von der Elbphilharmonie auch die Kultur mit der Wissenschaft verbunden hat. Hamburg ist eine gute Stadt für die Wissenschaft. Wir freuen uns, wenn mehr Wissenschaftler und Wissenschaftler und Studierende in die Stadt kommen. Sie sind alle herzlich willkommen. Hamburg hat sich auf den Weg zu einer Metropole der Wissenschaft im Norden gemacht. Ich danke allen, die uns auf diesem Weg unterstützen.